So, Leute, jetzt der zweite Part von den Transfernachrichten aus der Regionalliga Mitte. Union Kurten, Zugänge: Halavec von Jedinstvo Bihać aus der bosnischen zweiten Liga, Zweimüller von Andorf, Reiter von Ranshofen und Ascic war vereinslos. Abgänge: Bellem zum FAC, Jaksewicz zu Stahl Bauer, Gerner zu Scharchen, Kotsch zu Haag und Penninger zu Senftenbach. TuS Bad Gleichenberg, Zugänge: C von Flavia Solva, A und B Stocker von Jenersdorf und Lageda von Kirchberg an der Raab. Abgänge: Nogler zu Vorwärts Steyr, Finconia und Weber zu Fürstenfeld und Schlatte zu Wilton. Union Völklermarkt, Zugänge: keine Abgänge, Alin zu Stadl Bauer. SC Weiz Zugänge: Hopfner von Karlsdorf, Donnerer von den Sturm Amateuren, Domka von Radkersburg, Derla von Alhau und Kubal von der Akademie Steiermark. Abgänge: Prasser zu Mettersdorf, Rieger zu Böller, Bieber zu Ilz, Dunst zu Mühldorf und Elvira und Ramitsch unbekannt. ATSV Stadl Bauer Zugänge: Turkalli von KA Akureyri aus Island, Betanokur von Vieira aus Spanien, Raschko von Kozamirschlei aus Ungarn, Jaksewicz von Kurten, Alin von Völkermark, Ditztaric von Hertha Wels, Hamcay aus Erfting und Celi von Gunskirchen. Abgänge: Popovic zu Karmano in die slowakische zweite Liga, Petra zu Vorwärts Steyr, Ramakovic zu Wallan, Siminkic zu Micheldorf und Bromberger zu Bad Ischl. WRC Amateure: keine Transfers und keine Abgänge. SC Karlsdorf: Zugänge: Kleier von Karlsdorf, Kelelei von Allerheiligen, Ayan und Spreko von Wilton, Muelic von Liezen und Wendel von Galkon. Abgänge: Zuna zu Geistock, Hopfer zu Weiz und Monschein zu Ils. Union St. Florian, neuer Trainer Gerhard Lindinger, keine Zugänge, Abgänge, Dolzer zu Freistadt. So, danke, das waren die Nachrichten von den Transfers der Regionalliga Mitte. Bis zu einem weiteren Video.